start voting. Herzlich willkommen zu einer Donnerstagssendung Giga Elb. Ja. Und auch heute haben wir fette Themen für euch vorbereitet. Wir dachten uns einfach mal, was hat man eigentlich normalerweise unterm Tisch stehen? Hm? Ist das beige? Ist es schwarz? Ist es blinkend? Wie neuerdings Herr Öztürk unter seinem Schreibtisch hat. Das haben wir euch aber schon zu Genüge diese Woche eben halt gezeigt, wie sein Rechner blink-blink macht. Ja, und wir werden euch ein ganz nagelneues Gehäuse zeigen, das noch keiner gesehen hat. Okay, auf der Webseite von dem Hersteller vielleicht, aber ansonsten noch nicht in 3D und live. Hm? Das dazu später mehr. Unten befinden sich hier, also direkt unter dem großen Gehäuse Day at Giga Elb, befinden sich noch drei weitere Artikel. Meine eigene DVD. Hm? Was da sich hinter verbirgt, das könnt ihr euch da drinnen anschauen und euch nochmal genauer anschauen, durchlesen und natürlich auch die related Links an dem halt folgen. Genauso wie es folgt jetzt langsam ein neuer Chipsatz von VIA mit dem K8T800, haben die ja schon einen, sage ich mal, sehr guten Chipsatz für die Athlon 64 Serie eben halt gehabt. Jetzt folgt schon die nächste Variante und zwar, die haben dann gedacht, okay, es reicht nicht so sehr aus, dann irgendwie die Features eben halt, oder besser an der Performance zu arbeiten, sondern man müsste auch die Features ein bisschen aufbohren und das ist eben halt das K8T800 Pro. Das ist die Neuauflage des K8T 800. Man hat die Pro-Version dann eben halt dazugestellt. Und was diese Version eben halt kann, das werde ich euch nachher im Laufe der Sendung zeigen. Und dieser Artikel hier ist noch von gestern über. Oder besser, blieb noch stehen. Ich baue mir ein Handy. Ja, was dahinter sich verbirgt, einfach reinschauen und genauer durchlesen. Unten natürlich, wie immer und gehabt, eigentlich die ganzen anderen News. Da ist zum Beispiel das eine sehr, sehr interessante Professional Dist for Data mit 23 Gigabyte, ja, auf einer Disk. Das Maximum haben wir jetzt mit Double Layer DVDs und das ist 9 Gigabyte auf einer optischen Disk zu speichern. Aber wir wissen ja auch, dass im fernen, fernen Osten in Japan diese besagte Firma, die auch diese Professional Disk for Data herstellt, Blu-ray-Disk am Start hat. In welchem Zusammenhang diese Geräte hier mal stehen, könnt ihr euch in der Alex-Artikel mal genauer durchlesen. Und jetzt wollen wir uns mal auf die Suche begeben nach einem perfekten Gehäuse, nach euren perfekten Gehäusen und nach den Gehäusen, was wir unter unseren Schreibtischen hier haben bei Giga, einfach rübergehen mit mir zusammen, einfach zu Hüseyin und bis gleich. Wir haben mal ein paar dieser kleinen Gehäuse bei uns auf dem Tisch aufgebaut und es gibt ja wirklich unterschiedlichste Gehäuse. Ja. Also die meisten von euch werden sicherlich die Tower-Gehäuse unter dem Schreibtisch haben. Weil die beigen Dinger. Genau, die beigen Dinger. Davon haben wir hier auch so einige rumstehen. Zum Glück nicht unter unseren Helptischen. Denn wir haben dann schon gedacht, nein, es muss schon was Besonderes sein. Wenn nicht schon von der Form her, sollten wenigstens von der Farbe her sich ein bisschen unterscheiden. Oder von der Leuchtkraft. Oder von der Leuchtkraft. Normalerweise jetzt gerade Herr Öztürk propagiert. Mit seinem Blink-Blink-Tower. Ja, wenn ich ein Gehäuse bekomme, das ein Plexiglasfenster hat an der Seite, da muss man sowas ausnutzen. Wofür ist sonst sowas da? Ist egal. Und wir sind ja Ästheten und wollen eben halt uns selber verwirklichen in Form von eines unique Gehäuses. Stimmt. Man kann nämlich selbst entweder in den Laden gehen und sich solch ein Gehäuse holen, denn darauf haben sich schon einige Hersteller spezialisiert. Denn die bieten nicht diese 0815 grauen Kisten an, die man überall findet, sondern die haben sich gedacht, anscheinend achten die Leute auch darauf an, was sie unter dem Schreibtisch stehen haben. Mhm. Es kommt nicht nur auf die Leistung an, sondern eben auch, wie die Kiste aussieht. Und ein sehr gutes Beispiel ist zum Beispiel Alienware. Das grüne Ding. Genau, das grüne Ding. Zwar kann man jetzt das Gehäuse nicht separat kaufen. Das ist schade. Schade. Das ist sehr schade. Weil Alienware davon ausgeht, dass
Ihre Kisten, sobald man die irgendwo sieht oder wenn man sie eben testet oder auch irgendwo vorstellt, dass da auch Grafik drin ist oder dass da generell Hardware drin ist, die High Performance leistet. Okay, in unserem Fall nicht. Der Junge hat ja damals den Prototypen hier bei uns vorgestellt und hat uns glücklicherweise das Ding immer hier gelassen und da haben wir unseren Testrechner reingebaut. Ja. Aber es ist auch noch sehr, sehr fix. Genau. Besonders wenn der Hüsel wieder seine Grafikkarten testet, da kann ich euch versprechen, das Ding rockt. Aber hallo hier. Ist nämlich noch ein altes Rambus-System. Sehr schön. Rambus wurde immer falsch bewertet, finde ich. Stiefmütterlich behandelt. Ja, stiefmütterlich. Aber wir schweifen mal ab und wir sollten wieder zurück zum Thema kommen. Also die Tower-Gehäuse werden in drei Grundkategorien eingeteilt. Mhm. Mini, Midi und Big Tower. Ja. Okay, Servergehäuse können wir außen vor. Servergehäuse lassen wir mal außen vor, aber die meisten User werden sicherlich ein Midi-Tower zu Hause haben, weil ist ja auch schon ausreichend mit Einschubplätzen, so zwei, drei Einschubplätzen muss das eigentlich ausreichend sein. Für Festplatten ist auch genügend Platz. Wem das nicht ausreichen sollte, der kann ja zu einem Big Tower greifen. Ja, und so ein ist ja das Alienware. Genau. Das ist ja ein Big Tower-Gehäuse. Man sieht eigentlich, wir haben ja die Seitenwand entfernt, man sieht da eigentlich, dass da eben halt sehr viel mehr Laufwerke reinpassen als in ein Midi-Tower. Unten sind nämlich die zwei Laufwerkskäfige, die man dann noch separat nämlich rausnehmen kann. Das ist auch sehr schön. Und dann oben die 5,25 Viertel Zoll Laufwerke, die da auch noch zu Genüge eben halt drin sind. Aber da muss Zeit jetzt nicht unbedingt reinführen. Da haben wir ein anderes Beispiel dann. Genau, da haben wir nämlich auch noch etwas. Das zeigen wir jetzt oder nachher? Nein, wir zeigen das nachher. Gut, nachher. Nicht wir haben nämlich neben den Tower-Gehäusen hier auch noch ein paar andere Gehäuse aufgebaut. Das sind spezielle Geräte. Das sind ganz spezielle. Hm? Die hier, die ihr hier vorne seht, das ist übrigens eines der ersten überhaupt. Vielleicht sogar das erste. Das erste. Das erste Modell, was rausgekommen ist an Gehäusen. Da haben viele früher gesagt, so klein, der bringt es bestimmt nicht. Nee. Mit dem Teil kann man bestimmt gar nichts anfangen und zum Game ist er garantiert nicht geeignet. War er auch nicht, weil er statt ein PCI und ein AGP-Bus-Steckplatz nur zwei PCI-Steckplätze hatte. Man hatte bei Shuttle damals eben halt den AGP-Bus nicht reingebaut, aber man hat schnell gelernt und zwei Versionen später, glaube ich, den AGP-Bus mit integriert. Genau. Und das war sozusagen auch der Siegeszug der Barebone-Systeme von Shuttle. Wobei man muss sagen, also AGP-Slot hat nichts mit dem Gehäuse zu tun, sondern mit dem Mini-ITX-Board, was da eben halt verbaut wurde. Aber das hat eben den Schwung gegeben, womit dann eben diese kleinen Rechner dann eben wirklich sehr, sehr beliebt worden sind. Und man kann sagen, die brauchen sich vor der großen Konkurrenz da eben nicht zu verstecken, was Leistung angeht. Eigentlich nicht, aber natürlich bedingt durch die kleine, kompakte Bauform. Hm? Ist natürlich, wenn man das auch noch am Schreibtisch drauf hat und nicht unterm Schreibtisch drauf hat, natürlich ein bisschen für ein empfindliches Gehör. Bisschen laut. Ja, aber man kann das ja auch selber nochmal eindämmen, wenn man da eben halt entsprechende Netzteile, was mittlerweile Shuttle ja auch anbietet, geräuscharme Netzteile und geräuscharme Lüfter einbauen, dann kann man das ein bisschen eindämmen. Okay, wenn man so ein Hochgeschwindigkeits-DVD-Laufwerk drin hat, dann ist es natürlich ein bisschen lauter. Ja, da muss man dann selber schon die Komponenten auswählen, die man da gerne drin haben möchte. Und was auch noch ein Nachteil ist von diesen kleinen Rechnern oder diesen kleinen Gehäusen ist, die Aufrüstmöglichkeiten. Das heißt, die sind stark begrenzt. Ja. Also man hat da die Möglichkeit, ein DVD-Laufwerk oder ein DVD-Brenner einzubauen, vielleicht ein Floppy-Laufwerk oder ein Card-Reader. Ja, und eine Festplatte, das war's. Das war's, genau. Und mehr ist da nicht. Und dann eben noch eine AGP-Karte, was meistens eben die Grafikkarte ist. Und da muss man auch aufpassen. Stimmt. Man kann da nicht irgendwelche riesengroßen, zum Beispiel die Ultimate-Serie von Sapphire einbauen. Nein, die geht gar nicht. Nein. Dann würde ja hier vorne an der Seite eben halt, müsste man das rausflexen, um den Kühlkörper dann noch nach außen zu führen, sag ich mal. Da gab es ja auch noch einige Probleme mit Grafikkarten, die zum Beispiel eine Zwei-Slot-Lösung beinhalten. Ja. Die konnte man zwar einbauen in dem Sinne, aber man hat das Gehäuse nicht mehr zubekommen, weil da einfach die Grafikkarte außen vorne hing, so wie beim... Wie bei diesen Muscle Cars, wo der Motor über die Motorhaube rauskommt. Stimmt, man hätte dann an der Seite eine Hutze gehabt. Genau. So eine Atmungshutze. Wird aber auch schon cool aussehen. Hey, es muss aber nicht ein Muscle Car sein. Mein Auto hat auch eine Hutze. Ist egal. Hat er. Ja. Der kleine Franzose. Eine coole... Vergessen wir es. Ich schweife schon wieder ab. Also, Tower haben wir. Wir haben hier das. Und wir haben natürlich noch ein paar weitere Gehäuse. Und welche das ganz genau sind, werden wir euch gleich noch ausführlich zeigen. Und was wir dann von Cooler Master für ein Gehäuse haben. Ja, das werdet ihr im nächsten Take sehen und es ist Premiere. Genau, eine Weltpremiere. Freut euch drauf, bis zum nächsten Take. Start booting.
Am heutigen Abend um 22 Uhr startet wieder einmal Giga Games mit tollen Themen. Im PC-Bereich geht es auf das grüne Feld der Ehre mit UEFA Euro 2004. Im Konsolenbereich Dead Man's Hand für die Xbox. Bei den Maxern freut euch auf Far Cry Maps. Und im E-Sports-Bereich natürlich wieder einmal Grand Slam Playoffs. Wir freuen uns auf euch und ihr euch auf uns. Commercials. Teatro Greco, Taormina, Sizilien. Kein Strom, keine Steckdosen, keine Kabel. Der perfekte Ort, um online zu gehen. Denn ein Notebook mit Centrino, Intels Mobiltechnologie, lässt Ihre Freunde an Ihrem Urlaub teilhaben. Online und ohne Kabel. Intel Centrino Mobiltechnologie. Remaining one. Hier ist unser Tor. Willkommen. Machen Sie Schluss mit analogen Fernsehen. Werden Sie digital mit Premiere. Holen Sie sich das beste Programm in bester digitaler Qualität. Aktuelle Filmhighlights ohne Werbeunterbrechung und das beste Live-Sportprogramm der Welt. Bestellen Sie jetzt Premiere komplett und sichern Sie sich Ihr Digitalset. Eine Satellitenanlage von Astra und einen Digitalreceiver von Umax für nur einen Euro. Rufen Sie gleich an 080 55 100 00. Download complete. Debitel Mobile Board. Du hast Fragen rund um dein Handy, zu Tarifen, Providern oder technischen Problemen? Poste deine Fragen auf giga.de und ein Expertenteam steht dir 24 Stunden mit Rat und Tat zur Seite. Das Debitel Mobile Board. Supported by Debitel. Kommunikation ist alles. Berlin. Live aus der Hauptstadt. Giga Real. Die neue Show mit Jochen und Christoph. Nachrichten und Politik für die Generation Ed. Heute 20 Uhr live bei NBC. Start voting. Ich entdecke gerade, dass Hussein sehr, sehr viele Herr der Ringe-Figuren hat. Aber ich bemerke auch, dass es eine wichtige Figur fehlt. Moment. Das zum Beispiel ist Legolas. Aber sein Kompagnon, sein Kumpel, der kleine Zwerg, Gimli, der fehlt. Nein, der heißt nicht Legolan, Alexander Bunkowitz. Aha, okay. Er kennt sich nur mit Star Wars aus. Er hat nichts mit Fantasy am Hut, er hat nur mit Science Fiction am Hut. Und dann auch nur Star Wars Kategorie. Ich wette mit euch, dass er kein Star Trek macht. Ich schweife schon wieder ab. Die Woche war lang. Und wir schauen mal einfach rauf auf GigaHelp und schauen uns mal diverse kleine Berichte eben halt an, die wir eben halt so erachtenswert finden, dass wir euch die näher bringen wollen. Und zwar hat Hussein eben hier meine eigene DVD einen kleinen Artikel dazu geschrieben. Ich weiß, die ganzen DVD-Brenner kommen langsam so in Schwung, weil die auch immer günstiger werden. Und zusätzlich auch noch, weil jetzt in nächster Zeit sicherlich die Double-Layer-DVD-Brenner auch noch an den Start gehen. Einige DVD-Brenner lassen sich ja auch durch eine Firmware-Update, sag ich mal, dazu überreden, auch Double-Layer-DVDs eben halt zu brennen. Bank ist zum Beispiel, oder BenQ ist zum Beispiel einer der Hersteller, die eben halt ihre DVD-Brenner so propagieren, dass sie durch ein Firmware-Update ein Double-Layer-DVD eben halt brennen können. Ja? Schon mal sehr interessant. Aber eine andere interessante Sache, wo ich jetzt einmal drauf zurückkommen will, ist neuer VIA-Chipsatz.
Via war ja schon immer einer der Haushoflieferanten von AMD und, sag ich mal, bringt immer wieder sehr gute Chipsätze für AMD-Prozessoren auf den Markt. Das war meine Zeit lang nicht so, weil dann Nvidia nämlich da war und Nvidia mit den Enforce-Chipsatz dann eben halt einen sehr großen Krachererfolg geliefert hat. Nicht nur, weil die eben halt soundmäßig auch sehr weit voran waren. Und, aber seit dem Athlon 64-Vorstellung war wir mit der K8T800-Serie wieder vor, ein kleines Stück vor Nvidia. Nvidia hat jetzt wieder was nachgeschoben, hat den Enforce 3 250 GB nachgeschoben und dann waren die so von den Features-Seite her wieder gleich auf. Von der Performance her waren sie nie so weit auseinander. Das hat auch einen folgenden Grund, weil nämlich mit dem AMD Athlon 64, sag ich mal, der Speichercontroller nicht mehr auf dem Chipsatz drauf war. Oder besser nicht mehr auf dem Mainboard vorhanden war und somit auch nicht für den Chipsatz relevant war, sondern in den Prozessor reingewandert ist. Zu schnell? Zu viele Infos? Ja, ich glaube schon. Ihr könnt ja nochmal hier in den Artikel kurz mal reinsteigen, den hat heute Markus mal geschrieben. Und schaut euch das mal in Ruhe an und ihr könnt natürlich eure Kommentare dazu auch noch abgeben, was ihr zu diesem kleinen Chipsatz eben halt findet. Und zu den Tests geht es natürlich zu den Kollegen von Toms Hardware, einfach hier draufklicken und ihr gelangt dann hierhin. Ich bin schon wieder ein bisschen zu weit gescrollt. Hier ist nur sehr viel Einstiegstest und dann geht es eben halt auch los, was das eben halt für Merkmale eben halt sind. Hier hat man das als Diagramm nochmal veranschaulicht, wie eben halt mit dem AMD Athlon 64 die ganze Chip-Architektur dann funktioniert im Hause VIA. VIA ist nicht so wie Nvidia zu einer Single-Chip-Lösung gegangen, sondern man hat setzt immer noch auf eine Zwei-Chip-Lösung, so dass es eben halt weiterhin mit einer Southbridge und einer Northbridge eben halt vorhanden ist, obwohl der Speichercontroller ja mittlerweile im Prozessor drinne sitzt. Hier wird eben halt koordiniert, was zwischen der Southbridge zum Prozessor und auch zu der Grafik dann eben halt rüber wandert. Ja, man hat hier natürlich Serial ATA RAID integriert, Parallel ATA, also Ultra DMA 133 als RAID und dann natürlich auch via Vinyl Audio dann noch mit integriert. Ansonsten gibt es ja noch ganz diverse andere Features. Könnt ihr euch noch mal ganz in Ruhe zu Hause per Diagramm noch mal genauer anschauen. Wir wollen uns das jetzt aber wieder auf Socken nach hinten machen und uns diverse kleine Gehäuse-Varianten eben halt anschauen und auch eine kleine Premiere bei uns feiern, eines Deluxe-Gehäuses. Bis gleich. Gehäuse ist heute Abend unser Thema und neben den Tower-Gehäusen und den Barebone-Systemen, diesen kleinen Mini-Gehäusen, haben wir natürlich schon noch solche Gehäuse hier, die dann auch immer öfters auftauchen. Mhm. Das sieht aus wie ein Thin-Client, aber es ist die, ja, kann man sagen, eigentlich so Mini-Barebone-Systeme von Asus. Ja, ja, das kann ist man so Pandit, ne? Pandit 2, glaube ich. Ja. Ja. Vor allen Dingen hatten wir ja auch letzte Woche schon einige Gäste da, die zum Beispiel von Hush ja, wieder schöne Systeme vorgestellt haben. Ja, das waren ja keine Barebones mehr, das waren vollwertige Systeme, aber die waren qualitativ sowas von hochwertig, dass man die eigentlich schon als HiFi-Komponenten verkaufen konnte. Ja, und das ist nämlich auch der Sinn und Zweck dieser Hersteller, denn man redet ja immer wieder davon, dass der, dass diese PC, diese Computerwelt mit der Wohnzimmer, also mit dieser, was weiß ich, HiFi, CD, DVD verschmelzen soll. Und mit einer grauen Kiste im Wohnzimmer wird das relativ schwer gehen. Das wird auch extrem schwer gehen. Also ich glaube, wer eine Freundin hat oder wer zumindest, sage ich mal, ein Wohnzimmer mit noch diversen anderen Leuten teilen will und die auch noch Ästheten sind, die werden wahrscheinlich sagen, ey, geh raus da mit dieser komischen beigen Kiste. Ja. Das will ich nicht im Wohnzimmer haben. Und deshalb machen es ja die Hersteller sich nicht so einfach und entwickeln neue Gehäuse, dementsprechend müssen auch neue Komponenten rein, denn da kann man nicht in irgendwelche 0815 Sachen da rein knallen. Und dementsprechend sehen die dann auch so aus, wie du eben schon gesagt hast, wie Hi-Fi-Komponenten. Das heißt, man kann sie kaum noch von einem DVD-Player oder von einem CD-Rack von einer Hi-Fi-Anlage dann unterscheiden. Mhm. Und das ist auch Sinn und Zweck der Sache. Ja, aber es gibt ja natürlich das andere Feld, nämlich noch an die User, die so wie wir mit der PC-Welt groß geworden sind und eigentlich sagen dann so, PC im Wohnzimmer, nein, da gibt es garantiert andere Lösungen. Man muss nicht einen PC im Wohnzimmer stellen. Man will seine fette Kiste da haben, da richtig gut zocken können und extrem viele Komponenten einbauen. Ja, da muss man dann wirklich sagen, also die Sachen, die dann für das Wohnzimmer bestimmt sind, das sind dann wirklich keine PCs mehr in dem herkömmlichen Sinne, die man unterm Schreibtisch stehen hat und dann sagt, hey, jetzt zocke ich noch ein bisschen Call of Duty oder sowas. Das geht dann nicht. Da kommt dann nämlich eine ganz normale
Grafiklösung rein, die Spiele nicht in dem Sinne unterstützt. Ja. Und dementsprechend ist auch das Gehäuse geformt. Und apropos Gehäuse, wir haben es schon eben erwähnt, wir haben eine Weltpremiere hier, und zwar von Cooler Master. Ja, das Ding nennt sich CMS Stacker. Cooler Master Stacker. Und das ist ganz, ganz rechts von euch im Bild, links von uns. Dieses riesengroße, fette Teil, das ist ja kein normales Big Tower mehr. Nein, das ist dann schon ein bisschen größer als Big Tower. Vor allem kennt man ja Cooler Master, und man weiß, dass die wirklich, wenn sie ein Gehäuse auf den Markt bringen, auch wirklich daran gearbeitet haben und dementsprechend dann auch Qualität auf den Markt bringen. Ja, das Interessante bei diesem Gehäuse sind, glaube ich, zwei Sachen. Vorne, wenn man das von vorne abfüllt, diese ganze Reihe an schwarzen Laufwerksblenden. Sieht zunächst mal fantastisch aus. Ja, hat aber auch seinen Sinn. Hat auch seinen Sinn. Man kann die alle abmachen. Zwar wird standardmäßig nur ein Laufwerkskäfig mitgeliefert, aber man kann den ganzen Schacht vollballern mit optischen Laufwerken, mit Festplatten und so weiter und so fort. Ich habe da gar nicht nachgezählt. Sind das 12 oder sind das 14? Also man kann pro Laufwerkskäfig 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, ich glaube 12, 5, ein Viertel Zoll Laufwerke kann man reinpacken. Locker. Und und dann dementsprechend auch viele 3,5 Zoll Festplatten. Ja. Also das ist gar kein Problem, denn der Festplattenkäfig kann einfach rausgeholt werden und dann hat man die Möglichkeit, bei Cooler Master noch einen Festplattenkäfig nachzubestellen. Ja. Falls man eben benötigt und dann das Ganze dann einbauen möchte. Das Coole daran ist ja, dass man eben nicht im Gehäuse dann die ganzen Sachen einbaut, sondern außen, ganz gemütlich auf dem Schreibtisch, man schiebt alles rein und wenn die Anschlüsse nur noch dran pröppeln, das war's dann. Ja, aber noch interessanter ist auch noch eine andere Variante, und zwar sollen wir das Ding einmal rumdrehen? Sollen wir? Oder kommt Zeit einfach von hinten? Genau, Zeit fehlt einfach hier. Wir wissen ja, dass momentan ATX Standard ist. Ja. Wir wissen aber auch, dass eine gewisse Firma, die mit I anfängt und mit Intel aufhört, ein weiteres Formfaktor dann dieses Jahr mehr oder weniger in den Markt drängen will. Das ist BTX. Genau. Und der Stacker ist, glaube ich, mit einer der ersten Gehäuse, die schon darauf vorbereitet sind, dass sie eben halt auch BTX-Mainboards aufnehmen können. Da kann man das eben halt so um 90 Grad, nämlich einmal in diesen Mainboard-Halterung, einmal klappen. Genau. Und das Einzige, was man dann noch komplett auf die andere Seite verfrachten. Und dann das dreht man einfach um. Und bleibt mal hier, Zeit. Nicht abhauen, Zeit. Hier filmt man das hier ab. Da muss man nämlich dann, das Einzige, was man dann noch machen muss, um BTX-konform zu sein, diese beiden Sachen gegeneinander austauschen. Das heißt, man hat dann die Steckplätze hier oben und den Rest hat man hier unten. Ja. Wenn man das eben umgedreht hat, ist dieses Gehäuse auch fertig für BTX-Mainboards. Ja, und zusätzlich sieht man ja unten auch noch die kleine Aussparung mit diesen zwei Löchern. Da würde das Netzteil dann dementsprechend dann hinwandern. Genau. Cooler Master hat nämlich für das Gehäuse dann auch etwas Besonderes einfallen lassen, nämlich man kann zwei Netzteile einbauen und diese dann auch noch koppeln. Ja, das stimmt. Da ist noch so ein so ein Y-Kabel für zwei Netzteile mitgeliefert und man kann das eben halt so gesehen, vielleicht auch, haben die schon gewusst, wie viel Strom die neuen Grafikkarten, zumindest in der RGB-Version, fressen. Genau. Und dann haben sie gesagt, okay, dann rüsten wir lieber auf, dann haben wir zwei Netzteile, vielleicht 250 Watt Netzteile und hätten rein rechnerisch 700. Genau. Und man sieht ja hier vorne auch die schwarzen Blenden, die du erwähnt hast. Mhm. Die sind nicht fest, das heißt, die sind immer noch luftdurchlässig. Ja. Das hat auch einen Grund, denn für den BTX-Standard, da benötigt man halt eben einen freien Durchlauf für die Luft. Das heißt, vorne angesaugt, hinten raus. In eine einzige Richtung. Dass alles in einem Schlauch sozusagen raustransportiert wird. Die ganze Abwärme, die da in einem Gehäuse entstehen kann. Genau. Also ist eigentlich ein sehr schönes, gelungenes Gehäuse. Klar, nicht für jedermann irgendwie. Dazu ist es auch nicht so teuer, finde ich. Für so ein qualitativ hochwertiges Gehäuse. Es kostet, glaube ich, den Preis und das Erscheinungsdatum. Cooler Master hatte gesagt, das würde an die 189 Euro kosten. Und im Juni erscheinen. Gut. Falls ihr nähere Informationen zu dem Cooler Master Gehäuse haben möchtet, im Artikel findet ihr den Link und gleich zeigen wir euch noch ein paar andere Gehäuse, reden noch ein bisschen über das Cooler Master und es gibt eine wunderschöne Galerie, die ich verlinkt habe. Und die Comments. Und die Comments. Ja. Wisst ihr, was Hypertransport ist? Nein?
Hypertransport wird von AMD propagiert, wie zum Beispiel HT, Hyperthreading oder Threading von Intel. Hm? Hypertransport ist so gesehen die Kommunikation im AMD-System. Ja, salopp gesagt, ich könnte es jetzt noch ein bisschen detaillierter, aber die können das dann genauer nachlesen. Hier wird es auch nochmal demonstriert, wie das eben halt funktioniert. Aber uns interessiert eigentlich mehr oder weniger, was bringt mir eigentlich die neue Variante von Vir, der K8T800 Pro. Die Pro, also die drei Buchstaben Pro sind dazugekommen, aber wo sind eben halt die Unterschiede? Hm? Die Unterschiede in der Leistung kann man sich natürlich genau anschauen, wenn man Benchmarks fährt. Ja? Teste. Hm? Um zu sehen, ob die Kommunikation im System eben halt besser gelaufen würde oder ob da, okay, den Speichercontroller müssen wir jetzt außen vor lassen, weil der ja im CPU-Chip mit drin ist, aber zumindest die Kommunikation zwischen AGB-Karte vielleicht und dem Fluss rüber zu dem Speicher. Hm? Dann musste er auch noch einen Weg hingehen bis zum Prozessor hin. Aber das kann die Benchmarks-Ergebnisse besser aussagen. Wir gehen ja einfach mal hin, Benchmark-Ergebnisse, und schauen mal an, was hier eben halt so abgeht. OpenGL haben sie hier getestet per SpecView Proof. Das ist, sag ich mal, ja, so ein 3D-Programm. Und ihr könnt euch das nochmal genau anschauen, wie das eben halt hier funktioniert mit den einzelnen Hypertransport-Schritten. Von 200 MHz auf 400, dann 1 GHz, 600 und 800 MHz gibt es dann auch noch und so weiter und so fort. 1 GHz ist natürlich schon, sag ich mal, ja, ein wenig on top. Das wird noch kommen. 800 ist, glaube ich, momentan Standard bei den AMD Athlon 64ern. Noch ein bisschen weiterklicken. Jetzt wollen wir mal sehen, was der bei DirectX 9 eben halt kann. Dort wurde 3D Mark 2000 dreimal wieder genommen. Okay, einige werden von euch sollen ja sagen, oh Gott, nicht schon wieder dieser Benchmark, der ist doch schon so diskussionswürdig. Wir nehmen den jetzt einfach mal. Auch wenn es ein synthetischer Benchmark ist, wir schauen da einfach mal rein und schauen da an. Okay, bei 1 GHz läuft der eigentlich sehr gut. Der Abfall runter zu 200 MHz ist nicht so doll. Das sind gerade mal 100 Punkte. Kann man verschmerzen normalerweise. Schauen wir dann noch ein bisschen weiter runter zu X2, The Thread. Da steckt wenigstens ein ganzes Game dahinter. Und das sind schon immerhin dann 10 Frames. Hardcore-Zocker unter euch werden sagen, 10 Frames Unterschied ist ein riesengroßer Unterschied. Mhm. Und dort scheint es eben halt so gegeben zu sein. Bei Aquamark sieht man das auch ungefähr dieselbe Tendenz. Auch wieder so 7 Frames. Aber weiterhin sollten wir mal nicht vernachlässigen, glaube ich, das Fazit. Mhm. Das Fazit ist auch sehr wichtig, wenn man sowas eben halt testet. Man sieht es hier auch schon, ja, dass man sagt, mehr Features, aber bei gleichbleibender Leistung. Das heißt, man hat da, sag ich mal, nicht mehr so viel, vielleicht nicht so viel Spielraum bei den AMD Athlon 64 Performance-Gewinne durch einen besseren Chipsatz herzustellen. Hm? Weil ja auch der Speichercontroller jetzt in die Prozessoren reingewandert ist. Es war ein eklatanter, sag ich mal, ein großer Tuning-Teil, wo die Chipsatzhersteller noch dran rumwerkeln konnten und ihre Chipsätze dann verbessern konnten, der ist jetzt in den Prozessor mit reingewandert und somit, sage ich mal, außer Reichweite für die Chipsatzhersteller. Die können jetzt momentan vielleicht nur noch durch Zusatzfeatures eben halt glänzen. Das kann sich natürlich in Zukunft noch wieder weiter verändern und dann finden sie vielleicht noch wieder, sag ich mal, Ansätze, wo sie eben halt diesen Chipsatz noch ein bisschen mehr Leistung rauskitzeln können. Das alles und weitere Informationen findet ihr natürlich wo auf giga.de und GigaHelp und wir schauen uns nachher Hüsels Artikel an zu meine DVD. Start voting. Starten Sie jetzt in die Welt von DSL, aber günstig. Dank 1000 MB Freivolumen jeden Monat surfen für 0 Euro. Und superschnell mit bis zu 3 Megabit pro Sekunde. Telefon und Internet jetzt einsteigen. 0180 1070 3x3. Accor, hier bin ich richtig. Remaining one. Thank you.
Bei tinfo.de alles finden, was du suchst. Gegen Zahnschmerzen, Apotheken rund um die Uhr. Und Fitnessstudios für Muskeln aus Stahl natürlich auch. Wo immer du gerade bist, auch mit dem Handy, alles einfach gut finden. T-Info. Download complete. Mobile Games. Alles rund um das mobile Gaming. Seid dabei, wenn unsere Gamer euch die spannende Welt der Handyspiele zeigen. Mobile Games nur bei NBC Giga und auf giga.de. Supported by E-Plus Unlimited, die volle Ladung Java Games. Los, Junge! Gib Schubrakete! Wo kein Eis ist, kann gelaufen werden! Deutschlands Nachwuchsgolfer gehören mir, Golfrausch, das Golfmagazin. Los jetzt! Start voting. Herzlich willkommen zurück zu unserer kleinen Giga-Help-Sendung. Ja? Habt ihr schon einen DVD-Brenner zu Hause? Einige würden sagen, ja. Andere sagen, ich warte noch ein bisschen ab. Aber viele werden sich wahrscheinlich jetzt schon Gedanken machen, ob sie sich nicht einen DVD-Brenner anschaffen. Wieso, weshalb? Lass sie einfach außen vor. Wer zum Beispiel eine TV-Kamera hat und da gerne Movies eben halt, sag ich mal, aufzeichnet und die dann schön verpacken will, der sucht natürlich auch nach einem Weg, diese Videos auch optisch gut zu verpacken. Man kann die natürlich platt einfach auf eine DVD als DVD-Video eben halt brennen, ohne irgendeine Menüstruktur, ohne irgendwelche Chapters anzulegen, sondern einfach als reine Video reinschmeißen in den DVD-Player und dann fängt er schon an, das Video abzuspielen. Aber man möchte vielleicht irgendwann mal in die ganzen Sache ein bisschen Pfeffer geben und sagen, animiertes Menü. Vielleicht noch so, wenn man selber so Making-ofs gemacht hat, von seinen eigenen kleinen Star-Wars-Filmchen zum Beispiel, dann braucht man natürlich so Special-DVD-Authoring-Programme. Hülsel hat einen kleinen Artikel herausgepickt, aus der PC-Welt, muss ich sagen. Ich könnte jetzt natürlich wieder anfangen und sagen, beim Apfel gibt es noch ein paar bessere Programme. Hä? Besser als was? Toast? Du beziehst dich jetzt auf Toast? Toast? Ich sag nur IDVD. Und wer es noch ein bisschen professioneller haben will, DVD Studio Pro. Zero zufrieden. Er lässt sich einfach nicht bekehren, ich schaffe es einfach nicht. Aber ist egal, ist auch gut so, wenn wir beide Welten beleuchten können. Hier einfach mal ein kleiner Einblick, was man mit einer PC-Software eben halt machen kann. Ihr könnt einfach mal hier hingehen und nochmal genauer nachlesen. Denn es wird ja wirklich immer attraktiver, diese DVD-Brenner sich anzuschaffen. Ja? Philips war bei uns auf der CeBIT und hatte ja noch gesagt, Ende Mai kommen deren ersten Dual-Layer-DVD-Brenner heraus. Dual-Layer. Single Layer hatte ja so knapp 4,3 Gigabyte gebrannt bekommen an Daten. Und bei den Dual Layer wird es dann 8,5 Gigabyte reine Dateien, Datengröße. Und das ist natürlich schon interessant. Man könnte seine Backups draufziehen, man könnte seine Lieblingsfilme eben mehr oder weniger, die man als Trailer herunterladen kann, alle auf eine DVD packen. Und das wäre toll. Ist auch mal spannend. Und was ganz wichtig ist, dieser Philips-Brenner und genauso wie andere Hersteller, ich glaube Sony hat auch noch einen, die sind unter 200 Euro schon zu haben. Gut, die Dual-Layer-Rohlinge, wie viel die kosten werden, das ist natürlich eine andere Frage und die werden sicherlich weitaus mehr kosten als die Single-Layer-DVD-Rohlinge. Die Chip Online hat, sage ich mal, einen kleinen Test eines Programms gewagt und sich den genauer angeschaut. Ihr könnt dann mit einfachen Klick auf diesen Link dann auch schon dazu gelangen. DVD Lab nimmt sich dieses Programm und damit soll man dann ein optisch schöne DVD halt erstellen können. Nicht
äußerlich, sondern was über den Bildschirm flimmert. Man kann damit dann Menüs erstellen, wie es hier schon mal ein bisschen ansichtlich gezeigt wird. Und man kann natürlich auch eine DVD planen, von der Struktur aus. Es ist nicht mehr so einfach wie zum Beispiel eine Video-CD brennen oder einfach nur eine Daten-CD zu brennen. Eine DVD durch ihre große Kapazität kann man natürlich auch, sag ich mal, viel mehr Daten draufbrennen und müsste dann eben halt Struktur reinbringen. In Form einer kleinen Navigation vielleicht. Wenn euch das interessiert, dann geht ihr eben halt einen Klick noch weiter und schaut euch nochmal die Struktur an, wie das eben halt aufgebaut ist. Klickt nochmal das Bild an. Es sieht sehr verwirrend aus, aber man müsste sich natürlich ein bisschen einarbeiten, um das eben halt alles zu verstehen. Man legt Projekte an, darin die Movies und dann natürlich auch die Menüs und müsste die Menüs auch noch mit den Movies verlinken und so weiter und so fort. Hört sich hochkompliziert an, funktioniert aber sehr einfach durch, ja, sag ich mal, einfaches Drag and Drop, denke ich hier. So. Wenn es euch interessiert, geht einfach auf giga.de in den Giga-Help-Sektor und schaut euch diesen Bericht mal an. Und jetzt gehen wir wieder rüber zu meinem PC-Kollegen Hüseyin und schauen uns noch diverse PC-Gehäuse an. Bevor wir zu euren Comments kommen, noch ein kleiner Ausblick auf das Cooler-Master-Gehäuse, und zwar den Link, den findet ihr, wie gesagt, in dem Artikel, und da mal kurz drauf gehen. Hier ist das Gehäuse, sieht man ganz klar. Die Flash-Demo funktioniert leider nicht, aber das soll uns weniger interessieren. Hier habt ihr nämlich, dieses Gehäuse arbeiten soll. Vorne wird die Luft einfach angesaugt und nach hinten raus, mit der ganzen warmen Luft. Jetzt werdet ihr sagen, wie funktioniert dann sowas? Wo sind denn da Lüfter? Da hinten, da oben, wie wird das Ganze angesaugt? Da hat sich nämlich Cooler-Master noch etwas einfallen lassen, und zwar das hier. Ein Crossflow-Fan. Ja, das sieht schon sehr interessant aus. Ich weiß gar nicht, wo man den genau einbauen soll. Den baut man hier an der Seite an. Das heißt, auf der anderen Seite, da sieht man das Schema. Ja. Genau, das Schema. Und da gibt es natürlich auch noch... Das sieht auch so wie diese Mississippi-Dampfer, diese Schaufeln hin. Genau, dieses Schaufelrad-Dampfer. Und hier hat man das Flash-Teil und da wird dann eben gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Die Luft wird einfach von vorne angesaugt und dann ganz einfach nach hinten raus. Ja, das ist schon mal sehr interessant. Ist schon mal recht gut. Und wie gesagt, weitere Informationen gibt's bei uns auf der Seite. Und da findet ihr natürlich auch diese Case Gallery, wo ihr euch unendlich viele Gehäuse ansehen könnt. Okay, das sind natürlich zwar in der Grundform her, sag ich mal, Standard-PC-Gehäuse, die man sich geholt hat. Okay, nicht Standard-PC-Gehäuse, aber käuflich erwerbliche, industriell gefertigte Gehäuse. Und die hat man eben halt optisch verschönert. Case-Modding. Ja, genau. Aber dazu etwas später. Jetzt kommen wir zu euren Comments und da sind schon einige drin. Und da können wir uns mal kurz hier einiges raussuchen. Da hat auch jemand gefragt, wo war's? Da. Welches Gehäuse hat Schuh? Und damit meint er dein PC, der unter deinem Tisch steht. Ach so, mein PC. Genau. Ja, das hatte ich mir mal irgendwann, glaube ich, zu D-Mark-Zeiten 2000, glaube ich, oder 2001, hatte ich mir auf eBay ersteigert, dieses kleine Ding, und es ist ein Cooler Master. Frag mich nicht, was das jetzt für eins war. Es war ein Cooler Master, was aber im Grunde, soweit man das reingucken konnte und die Innereien betrachten konnte, eigentlich ein Chieftec-Innerei war. Also rein theoretisch, vom Ansatz, vom Inneren her, vom Aufbau her, ist es mit dem Alienware identisch, bis auf ein paar kleinere Feinheiten. Auch zwei herausnehmbare untere Laufwerkskäfige. Und hinten war das genauso aufgebaut. Also das Alienware-Gehäuse und meins haben eine Basis des Chieftec-Innereien. Gut. Hier sieht man nochmal das Bild und sieht schon mal recht hübsch aus. Ja, okay. Ich habe jetzt hier diese Lüfterkontrolle nicht richtig befestigt, weil mir irgendwie ein paar Schrauben abhanden gekommen sind. Hey, ich kann dir welche leihen. Und vorne eben halt noch die Lüfterkontrolle für das HyperSix, weil der ja ein AMD Athlon 64 FX drin steckt. Gut. Dann ein paar weitere Comments. Unter anderem mein Gehäuse. Ich finde, das Blinken nervt. Hey! Chambro Gaming Bomb. Wo ist es? Da oben. In Orange. Das ist ja auch sehr beliebt. Chambro Gaming Bomb in Orange. Echt geil. LAN-Bomb. Hallo, ich habe mir erst vor kurzem den neuen Rechner zusammengebaut und diesmal auch auf das Aussehen bzw. die Funktionen vom Tower geachtet. Ich habe mich letztendlich für die Gaming Bomb von Chambro in Orange entschieden, da sie wirklich jede Menge Funktionen und ein echt stylisches Aussehen hat. Sie funktioniert ohne Schrauben und das finde ich so geil, denn man spart Zeit und Nerven. Mehr Infos gibt es auf der Chambro-Seite. Ja, das stimmt. Das Chambro hatten wir auch schon mal ein paar Mal verlost. Mhm. Das war eigentlich sehr praktisch, weil die Steckplätze nicht mehr geschraubt sind. Also du brauchst so keine Schrauben mehr. Mhm. Das ist ein großer Vorteil. Und da war eben halt so ein Klickmechanismus eben halt drin, ne? Was sehr praktisch ist. Nur, okay.
wenn man nur eine Karte austauschen will, dann schraube ich lieber, statt diese komplett diesen Bügel da wegzumachen. Ja gut, ist, das ist sowas Ähnliches ist auch im Alienware-Gehäuse drin. Das ist ein subjektiver Eindruck. Genau. Jeder kommt damit anders zurecht. Was haben wir hier sonst noch so? Halskiste? Wo? Halskiste? Ja. Was ist eine Halskiste? Der meint wohl eine Holzkiste. Jo, ich. Ja, in Tower, der steht auf dem Tisch. Mein zweiter ist eine Holzkiste, ist schon cool. Okay. Wer gerne auf Holz steht, IKEA bietet auch einige Einbauschränke. Die kann man unheimlich gut dafür benutzen. Bestes Gehäuse, read please. Ich habe mir das neue Gehäuse Case Edge Diablo Gamer Case bestellt. Sieht geil aus, Link hier. Das haben übrigens sehr, sehr viele reingepostet. Also ich habe mindestens 4 bis 5 Postings gesehen, die dieses Gehäuse unheimlich geil finden. Industrielles Case Modding. Genau. Mhm. Das ist nämlich dann direkt vom Hersteller aus so gemoddet. Sieht schon sehr extravagant aus. Ja. Also das ist dann wirklich Geschmackssache, ob man sich sowas unter den Tisch stellen möchte oder nicht. Ja, also ich bevorzuge doch lieber so das dezente Silber. Das dezente Silber? Ja. Und ohne Schnickschnack vorne dran. Ohne Schnickschnack. Okay, ja, ich habe diese Lüfterkontrolle vorne dran. Ja, und? Was haben wir hier sonst noch so? LC400 von MS Tech. Also ich habe das LC400 von MS Tech in schwarz mit einer grünen Kaltlichtkathode. Gibt's da Bilder von? Okay. Oh, die erinnern dann wiederum auch an Hersteller, die vorher irgendwelche Systeme rausbringen oder Gehäuse rausbringen, wo dann andere Hersteller dann einfach nachziehen. Das ist aber auch so ein bisschen abgeguckt nach dem Thermaltake Caesar Variante. Genau. Gerade diese silberne. Die sieht verdammt nach so einem Thermaltake Caesar Nachbauer aus. Wie gesagt, es gibt eine riesige Auswahl an Gehäusen auf dem Markt und je nach Bedürfnis muss man sich entscheiden, was für ein Gehäuse man denn gerne für sein System hätte. Ja. Ein Zuhause für die Komponenten. Und falls ihr noch weitere Comments haben solltet, unter den Artikel im Comments-Bereich ist noch jede Menge Platz und der Schuh wird sich vorne von euch noch ein bisschen verabschieden. Aber auch nur ein ganz, ganz klein bisschen. Hm? Was ist da eigentlich ein klein bisschen verabschieden? Kannst du es mal erklären? Wenig Zeit. Wie, du bist schon wieder am Essen? Ja. Ach so, er hat ja schon Feierabend. Naja, egal. Ja? Wie gesagt, Gehäuse-Day. Unbedingt reinschauen. Dort am besten, falls ihr, sag ich mal, euer Gehäuse schon irgendwie ins Internet gebracht habt, in Form von Fotos, in irgendeiner Fotogalerie untergebracht habt, dann postet auch diese Links hinein, denn es wäre schön, anderen einfach mal zu zeigen, hey, mein Gehäuse sieht so aus. Mein Gehäuse, mein Rechner, mein PC. Hm? Ach so, okay. Ach, der war ja von Benji. Genau. Okay, ich hoffe mal nicht, dass Benji jetzt gerade zugeguckt hat. Denn es ist fraglich, ob wir den überhaupt noch ganz haben, den Rechner. Hm? Ansonsten gibt es noch diverse andere Artikel hier und wir können ja noch mal ein bisschen in den News rumstöbern und wir klicken uns einfach mal durch. Hier, kostenlos Kabel-TV schauen. Hm? Was dahinter steckt, könnt ihr euch da noch mal genau anschauen. Neue Version von ATI's IGP-Prozessoren erschienen. Hm? IGP, Integrated Graphics Processor. Und ATI hat ja schon seit einiger geraumer Zeit, sag ich mal, für die P4-Plattform einen Chipsatz hergestellt. Und die Mainboard-Hersteller gibt es auch dazu, die eben halt diesen Chipsatz verwenden. Und jetzt gibt es ein Upgrade. Der heißt 9100 Pro IGP und soll eben halt seinen alten Kumpel eben halt ersetzen. Retail-PCs mit AMD-CPUs sind erstmals stärker als Intel. Das heißt, die ganzen CPUs, die im Retail verkauft werden, sind meistens AMD-Prozessoren. Und das ist schon ein großer Brocken, den Intel zu schlucken haben. Alle weiteren Informationen und diverse andere News natürlich auf giga.de und giga.help. Nach uns folgen noch zwei weitere Sendungen. Einmal ist es 49 Win mit ganz vielen Preisen, die ihr abstauben könnt. Und von 22 Uhr bis 0 Uhr natürlich Giga Games mit hochbrisanten Games News, Games Reviews, Games Test, E-Sport, PC-Bereich, Konsole und Next. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann.
heutigen Abend um 22 Uhr startet wieder einmal Giga Games mit tollen Themen. Im PC-Bereich geht es auf das grüne Feld der Ehre mit UEFA Euro 2004. Im Konsolenbereich Dead Man's Hand für die Xbox. Bei den Maxern freut euch auf Far Cry Maps. Und im E-Sports-Bereich natürlich wieder einmal Grand Slam Playoffs. Wir freuen uns auf euch und ihr euch auf uns. Commercials.